Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Project Zomboid. In der letzten Folge haben wir hier so ein bisschen das Lager geklärt. Jetzt würde ich mal gerne gucken, was es da hinten noch so gibt, bevor wir dann irgendwann weiterfahren. Ich würde also wieder zurückfahren erstmal, um zu gucken, dass wir auf jeden Fall wieder unseren Generator befüllt bekommen. Ich würde es jetzt nicht forcieren. Ehrlich gesagt, dass wir da hinten noch reinkommen, weil, ja, also es ist halt schon wichtiger, dass so langsam man wieder zurück zum Lager kommt, dass die ganze Nahrung halt nicht vergammelt, ne? Weil das wäre echt ein Problem ein bisschen. Das wäre, ja, sehr schade, sagen wir es mal so. Und deswegen, ich versuche das jetzt einfach mal noch, dass ich wieder dahinter komme und wenn ich fahre aber nicht mit dem Auto, weil sonst locken wir nur eine ganze Menge Zombies wieder an und so. Und gucken wir mal, ob da vielleicht doch so ein antiker Ofen noch drin ist. Und danach würde ich dann ehrlich gesagt wieder zurück zur Basis gehen. Oder fahren. Gehen geht ein bisschen lange. Zurück zur Basis fahren. Um... Na komm. Kann ich nicht öffnen, okay. Ist hier vorne offen vielleicht? Auch nicht. Na schade. Okay. Das hat jetzt aber erstmal nicht so eine hohe Prio. Jetzt gehe ich mal hier ganz unvorsichtig durch den Wald. So. Und vielleicht haben wir Glück und finden da tatsächlich noch so einen antiken Ofen. Das wäre echt cool, weil dann haben wir unser Ziel nämlich über Umwege doch noch erreicht. Und dann können wir mit gutem Gewissen wieder zurück zur Basis. Zwar mit einem Generator weniger, aber wir haben auch in Rosewood rundrum noch ein paar Generatoren. Das heißt, es wäre nicht so wild. So, hier ist die Frage, die... Ich glaube, das ist sinnvoller, wenn wir hier rüber klettern, weil die können dann... Also die kommen da nicht so schnell rüber. Wir müssten erst komplett außen rum und vergessen bis dahin hoffentlich wieder, dass sie uns gesehen haben, falls sie uns dann bis dahin mal gesehen haben sollten. So. Was mit dir, ne? Na, komm her. So. Ich gehe trotzdem mal hier... Na, okay, vielleicht gehe ich doch nicht ganz da lang. Ich würde gerne, ich hätte das gerne, dass die Zombies bei so einem Zaun, wenn man jetzt auf der anderen Seite wäre, dann halt wirklich stehen bleiben und versuchen am Zaun zu rütteln. Aber die sind hier halt ein bisschen intelligenter als bei Walking Dead oder sowas und finden dann auch plötzlich einen Weg außenrum. Was ganz cool ist wegen der Herausforderung, was aber auch ein bisschen schade ist, weil halt man das dann nicht so machen kann, dass man sich hier hinstellt und dann einfach durch den Zaun durch die absticht. Obwohl das halt meines Erachtens nach eine sehr valide Strategie wäre. Weil man natürlich bei jedem Zombie-Kampf so wenig wie möglich Risiko eingehen möchte. Aber funktioniert leider nicht. Aber nichtsdestotrotz, mal gucken, wo die hinrennen, wenn die uns sehen sollten. So, haben wir hier jemanden? Ganz vorsichtig. Oh, hier haben wir ein paar. Na gut, wie immer, Schritt für Schritt. Ganz in Ruhe. Ich gehe vielleicht erstmal kurz ums Eck. So, hier ist frei. Weil dann können wir ja wirklich die... Dann kommen die auch wirklich nur hintereinander. So. Ich glaube, das ist sehr dumm, was ich mache. Weil wenn jetzt von hinten jemand kommt, dann habe ich echt verkackt. So, guck mal, hier haben wir so eine mit Anmerkung versehene Karte. Die gucken wir uns gleich mal an. Und da kommt einer von hinten. Gott sei Dank habe ich das gerade noch gesehen. Ja, vielleicht gehe ich hier eher hin. Das ist, glaube ich, ein bisschen sicherer, weil... Ja, ein bisschen Platz zum Ausweichen brauchen wir halt wirklich. Weil sonst haben wir echt... So, okay. Wie sieht es hier aus? Da drin sind ein paar, hier sind noch welche. Kommt ihr erstmal her. Ihr beiden. Na? Wobei, jetzt kommt der da unten. Oder die da unten, da kommen ein paar. Na komm. Oh, da steckt ein Speer drin. Aber ich, also das Problem ist beim Speer, wenn man mit diesem Speer einfach ganz normal versucht zu kämpfen, da gibt es dann auch wieder so diese eine Animation, die einem halt helfen kann quasi. Und wenn man die halt nicht erreicht, dann haut man einfach nur so normal drauf mit dem Speer und dann schafft er halt zwei Schläge oder sowas und ist dann halt kaputt.
So, nicht zu weit dahin laufen. Nein! No, hopp, so. Und ich kriege auch noch klein. So, was hast du da im Bauch? Hoffentlich was Cooles. Na, ein Schraubenzieher. Okay, es geht. Nicht das Schlimmste, was man jetzt im Bauch haben kann. Aber... Lauf, lauf, lauf. Nein, lauf. Lauf. Oh, fuck. Och, nein. Wir wurden gebissen. Wir wurden echt gebissen. Oh nein. Okay. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Ich lege trotzdem meinen Stofffetzen an. Ich habe meinen Plan gerade geändert. Wir fahren jetzt erst zur Basis zurück und bringen die Sachen dahin, die wir bisher so haben. Ich hoffe, unser Sprit reicht dafür. Ansonsten müssen wir nochmal gucken, haben wir... Ne, wir haben den Benzinkanister nicht dabei. Oh nein. Oh, das ist jetzt echt nicht... Oh Mann. Okay. Na gut, dann bringen wir stilvoll zu Ende, würde ich sagen. Dann fahren wir zurück zur Basis, betanken dann den Generator. So. Gucke ich aber erstmal kurz, wie viel Sprit wir da im Auto tatsächlich haben. Und hoffe, dass es genügt, dass wir damit zur Basis kommen. Ich bin aber... Oh. Na komm, ich steig ein und fahr los. Das muss jetzt einfach reichen, der Sprit, dass wir zumindest aus der Stadt rauskommen. So. Oh Mann. Okay, ja, jetzt bringen wir mal alles zur Basis und bringen uns mal wieder in Sicherheit und so. Und dann gucken wir mal, was wir dann machen. So. Alter, ist hier... Guck dir das mal an. Das ist doch nicht mehr normal, wie viele Zombies hier rumrennen. Mein gut, das ist Apokalypsen-Modus, ne? Was will man sagen? Aber Apokalypsen-Modus ist halt, glaube ich, auch nicht der schwerste, oder? Das ist doch eher so ein mittlerer Schwierigkeitsgrad. Aber gut. Alter. Sind hier viele Zombies? Irgendwie leckt es gerade ein bisschen oder kommt mir das nur so vor? So, hier sind wieder diese Polizeiwegen. So. Wie kam das jetzt denn zu diesem Biss? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie... war ich kurz unaufmerksam oder habe versucht, den Zombie wegzustoßen oder sowas. Und da war ich ein bisschen zu langsam. Naja, okay. Jetzt fahren wir erstmal zurück nach Rosewood. So. Aber dazu müssen wir erstmal hier durch Muldraw durch. Und das ist ziemlich anspruchsvoll, hier durchzufahren, ehrlich gesagt. Ich glaube, so ist es ein bisschen besser, weil ich habe diesen Zoom ein bisschen hochgestellt, also dass man ein bisschen weiter rauszoomen kann. Aber ich stelle gerade fest, hier auf dem 4K-Bildschirm, na, ich bin immer noch ein bisschen gehypt, so von meinem neuen Setup, sage ich jetzt mal, also meiner neuen Hardware. So auf dem 4K-Bildschirm kann man doch einiges mehr sehen. Also einiges weiter sehen vor allem. So, ich glaube, der Sprit dürfte uns genügen, ehrlich gesagt. Wir müssen ein ganzes Stückchen da, wenn wir hier dann die Kurve endlich mal finden, müssen wir ein ganzes Stückchen dann noch in die andere Richtung fahren, aber... nichtsdestotrotz kriegen wir das sicherlich hin. Trotz allem will ich versuchen, das Auto jetzt nicht unbedingt kaputt zu machen. So, ein bisschen überfahren müssen wir die aber. So, und dann können wir jetzt mal nach Hause rasen. Ich hoffe, hier steht kein Blitzer. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, der Blitzer hätte wahrscheinlich auch schon lange keinen Strom mehr.
Aber jetzt wäre es schön, die letzten paar Stunden noch daheim verbringen zu können. So, als noch letzter Mensch hier in Knox County. Und dann müssen wir gucken, ob man vielleicht nochmal einen neuen findet. Das schauen wir dann. Aber jetzt fahren wir erstmal zurück, dass wir da in Frieden noch unsere Sachen auspacken können. Auf unsere letzten Stunden. Langsam kann die Musik auch mal wieder ein bisschen weniger bedrohlich werden, oder? Da wird sie schon mal leiser. Okay. Ich glaube, wir sind relativ gleich da. Super. So viel zum Thema. Ich will nicht so viele Zombies umfahren. Na super. Egal, solange der Motor ganz bleibt, ist alles okay. Ich glaube, wenn die Motorhaube kaputt ist, ich glaube, dann geht es auf den Motor, wenn man Zombies umfährt. Bin mir nicht ganz sicher. So. Wo sind wir denn? Ich finde, es kommt einem immer sehr lang vor, diese Straße hier. Oder ist auch sehr lang. Also ich meine, die Welt ist ja insgesamt riesig. Also ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie 300 Spielstunden oder sowas hier und ich habe bei weitem noch nicht alles gesehen. Also ich habe March Ridge habe ich mal gesehen, so ein paar Sachen natürlich außerhalb, irgendwelche Hütten im Wald und Muldraw und Rosewood und so. Louisville natürlich. Louisville? Doch, Louisville heißt, glaube ich, die kleine Stadt da oben. Also dieses kleine Dörfchen am Fluss oder was es ist. Doch, Fluss ist es, glaube ich. Und, aber ich habe halt auch bei weitem noch nicht alles gesehen. Nee, nicht Louisville. Riverside. Louisville ist die große Stadt. Riverside meine ich natürlich. Mit der ganz kleinen Stadt da oben am Fluss. Aber Louisville habe ich immer noch nicht gesehen. Das war eigentlich mal ein erklärtes Ziel dieses Let's Plays, dass man irgendwann früher oder später mal nach Louisville geht. Aber leider Gottes haben wir das noch nicht geschafft. So, hier erstmal wieder zurück. Trautes Heim. Ach Gottchen, okay. Hier sind wir wieder. Hier sind deutlich weniger Zombies als in Muldraw auf jeden Fall. In Muldraw wimmelt es ja richtig von den Viechern jetzt mittlerweile. So, dann... Ja, parken wir jetzt mal vor der Tür und machen kurz das Tor auf. So... Oh, der Sprint hat besser gehalten, als ich gedacht hätte. Ich habe zwar schon gedacht, dass wir es packen, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir dann noch so viel haben davon. So, hier mache ich zu. Gibt es eigentlich dynamisches Wetter? Also sprich, dass es jetzt hier regnen könnte, während es in Muldraw zum Beispiel trocken bleibt auch. So, hier Muldraw. Medizinische Scheiße. Das ist da. Was ist das hier? Eine Menge Zombies. Das haben wir mitbekommen, ja. Das haben wir echt mitbekommen. Das war der Anfang vom Ende. Oh Gott. Okay, ich räume mal kurz aus noch. So viel wie möglich. Und dann gucken wir mal. Ja, dann gucken wir halt mal, was wir dann machen. So, also, was haben wir denn? Wir haben eine Axt und ein Beil. Das kommt erstmal dahin. Dahin, so. Die Axt und das Beil, das Überlebensmesser und die Brechstangen, das sind ja Nahkampfwaffen. Das heißt, die kommen da drüben rein. So, diese kaputte würde ich gerne mitnehmen und weiter favorisiert lassen. So, und dann haben wir eine ganze Menge für da hinten. Ein paar Feuerzeuge haben wir noch, die kommen hier mal rein. Ein Streichhölzer. Ja, Streichhölzer haben wir auch noch. So. Spitzhacke. Jetzt ist die Frage, für was braucht man überhaupt eine Spitzhacke? Ich mache sie einfach mal da rein. So. Die Reisetasche packe ich jetzt mal, Gegenstand platzieren, packe ich jetzt einfach mal so daneben. Und dann die Müllsäcke. Die ganzen Sachen kommen ins Lager. Klebeband und so war, glaube ich, hier, oder? Nee,
Hier haben wir noch ein paar mehr Müllsäcke. Wo war denn das Klebeband? Hier, glaube ich, oder? Klebeband. So, dann haben wir ein paar Sack. Soll ich denn... Nee, der Sack kommt mal dahin. Ja, genau. Hier haben wir schon ein paar Säcke. Sehr gut. Dann haben wir hier das Metallrohr. Alles immer schön einsortieren, dass man am Ende auch ja alles wiederfindet. So, ich glaube, das war es erstmal für das Lager. Können wir eigentlich direkt schon wieder raus. Und noch die restlichen Sachen hier in die Tasche packen. Den Benzinkanister lasse ich da vielleicht mal drin. So. Ist es jetzt leer? Die Äste noch. So, die Äste packe ich darüber. Und wenn ich gerade hier bin, gucke ich gleich mal ganz kurz noch. Oh, ja, die sind auch alle nicht mehr so gut bewässert. Aber ich gucke mal noch hier hinten, ob der Generator läuft. Das klingt schlecht. Ah ne, doch, er läuft sogar. Guck mal, hier, Generator. Brennstoff für 5 Tage? Hä? Kann es sein, dass der Generator gar kein Brennstoff verbraucht, wenn man nicht in der Nähe ist? Also hätte ich das gewusst, hätten wir uns nicht so beeilen müssen. Dann hätten wir auch vielleicht, wären wir ein bisschen besser vielleicht auch rausgekommen. Aber das wusste ich nicht. Okay, ich packe hier mal das Jagdmesser, entfavorisiere ich mal. Nicht favorisieren. Das packe ich mal da rein. Die Handsense kommt auch mal da rein. Dann hier noch eine weitere... Weil komm, ich mache es andersrum. Ja, das kommt auch da rein. Dann haben wir hier so ein günstiges Überlebensmesser. 2-mal sogar. Und die Machete ist auch eine Nahkampfwaffe. Die kaputte Brechstange, weiß ich nicht, ich mach die mal hier in den Müll. So. Und dann haben wir hier natürlich noch das Handbeil. So. Ach, und die normalen Beile haben wir auch noch. Und hier haben wir jetzt nur noch das Metallrohr und der Rest ist dann für oben für die Küche. So. Ja, was haben wir nicht alles erreicht eigentlich, ne? Wir haben jetzt 1 Monat und 7 Tage überlebt. Ist nicht die beste Leistung, die es gibt. Ist aber auch nicht so verkehrt. Das heißt, wir haben schon einiges geschafft, so von der Länge her. Und... Man sieht es aber schon hier, ne, der Charakter ist langsam angespannt. Das heißt, es geht dem Ende entgegen, Freunde. So, Minzbonbons packe ich auch mal hier rein. Die Tortilla-Chips. Super. Okay, die Sachen kommen bitte hier rein. So, hier kommt dann noch ein bisschen Marmelade und Erdnussbutter. Komm, die Brause gönnen wir uns jetzt mal. Zum Abschluss kommt hier noch eine Dose rein. Dann packen wir hier mal noch die leere Flasche und die Orangenlimo rein. Und die zweite leere Flasche auch. Und die leere Dose packe ich dann natürlich hier hin. So. Gut, dann nicht favorisieren. Den Stift packen wir dahin. Und der Rucksack ist damit leer. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr wisst, was ich jetzt gerade mache. So. Drehen. So, dann packe ich da hin. Und dann... Ich rede mal nicht weiter. Zumindest nicht, was ich mache. Sondern mach das einfach mal. So. Okay, da muss es so gehen. Haben wir hier noch... Nee, haben wir nicht. Das heißt, die nehmen wir mit. Das kann da rein. Der Trooper-Hut auch. Da kommt vielleicht mal hier so...
dekorativ auf den Tisch. So. Würde ich gerne die Handschuhe noch da reinpacken. Und den Rest. Und den hier vielleicht. Bei denen lege ich mal. Den lege ich mal hier oben hin. Okay. Gut, jetzt haben wir das Wichtigste, haben wir auf jeden Fall mal hier weiterhin. Also in der Basis. Und jetzt können wir noch die Brechstange weglegen. Und dann nehmen wir uns, was haben wir denn alles? Nehmen wir uns mal diese drei 9mm Magazine und einfach mal so eine 9mm Pistole. Ist die geladen? Da ist ein Magazin drin, das werfe ich mal kurz aus. Brauchen wir hier noch Magazine? Magazin auswerfen bitte. Wenn nicht einfügen. Warte. Hier, so, ich nehme mal zwei Schachteln und befülle mal diese ganzen Magazine. Ich glaube, viele ahnen schon, was ich jetzt mache. So, das Magazin kann ich da mal. Wobei ich warte mit dem Einfügen. Jetzt lade ich erstmal hier kurz ein bisschen nach. Und dann nehme ich vielleicht noch eine Schmerztablette. Das Magazin ist voll. Hier fehlen noch welche. Und hier. So. Jetzt kann ich da doch noch eine weitere reinmachen, oder? Warte. Magazin. Hä? Ah, das ist die. Na, warte, hier. Magazin auswerfen. So, hier passt nämlich jetzt noch eine Patrone mehr rein. Die ist wichtig. Okay. Ladies and Gentlemen. Ich würde sagen, dass wir jetzt nicht hier einfach so langsam vor uns her sterben. Gehen wir jetzt mal schauen, wo wir vielleicht noch ein kleines bisschen Chaos anrichten können. Dazu gehe ich aber natürlich ein ganzes Stückchen weg von der Base. Und währenddessen würde ich gerne mal so ein ganz kurzes bisschen Revue passieren lassen. Wir haben jetzt, glaube ich, über 60 Folgen. Das war so mein erstes Let's Play-Projekt, das ich angefangen hatte. Einfach mal, um zu gucken, wie das Ganze so ist beim Zocken, einfach ein bisschen zu quatschen. Und ehrlich gesagt, macht es mir Spaß. Es macht mir Spaß, dass immer wieder irgendwelche Leute Kommentare dazu schreiben, dass es immer wieder Leute gibt, die auch was lernen hier im Let's Play, aber auch bei anderen Let's Plays natürlich, die mittlerweile auch auf meinem Kanal sind. Schaut da gerne mal rein. Auch bei anderen Let's Plays viele Tipps zum Beispiel da lassen. Weil mittlerweile habe ich gemerkt, es macht auch Spaß. Also es macht beides Spaß. Es macht Spaß, ein Spiel zu spielen, was man schon kennt. Es macht Spaß, aber auch ein Spiel zu spielen, was man noch überhaupt nicht kennt. Und das dann so nach und nach mit der Community quasi zu erlernen. Und ja, gelernt haben wir viel in dem Let's Play. Man merkt vielleicht auch, dass ich vielleicht auch ein bisschen sicherer geworden bin, so am Mikrofon und so. Ich will auf jeden Fall gesagt haben, das wird nicht das letzte Projekt gewesen sein. Und ihr habt ja gesehen, ich habe ja ein bisschen vorbereitet, dass wir die ganzen Sachen in der Basis haben. Das heißt, früher oder später kann man vielleicht dann tatsächlich auch einfach nochmal weitermachen. Mich würde jetzt mal interessieren, wenn wir dann jetzt so langsam Richtung Ende laufen. Wie hat euch das Let's Play gefallen? Also habt ihr das Spiel vielleicht gekauft dann oder wolltet ihr mal einen anderen Eindruck bekommen? Wie hat es euch gefallen? Was fandet ihr besonders cool? Was wären vielleicht so eure Ideen für ein nächstes Let's Play oder auch für hier nochmal, dass man vielleicht nochmal im Project Zomboid etwas probiert? Ich hatte schon mal den Gedanken, dass man sagt, okay, man macht vielleicht mal so kleinere Challenges, also so quasi welche, die von vornherein eigentlich zum Scheitern verurteilt sind oder verurteilt sein können.
wenn man jetzt dann als Gefangener ausbricht, zum Beispiel. Da gibt es ja verschiedenste Szenarien, die man, ich glaube, da teilweise auch im Workshop sich holen kann, aber auch schon vorgefertigte von den Entwicklern, ob wir sowas vielleicht mal probieren oder vielleicht mal noch ein paar mehr Mods einfügen, um die einfach mal auszuprobieren. Vielleicht auch mal kürzere Sessions, sage ich jetzt mal, dass man vielleicht mal irgendwo nur 3, 4 Folgen hat, um nur irgendwas rumzuprobieren. Oder ob ihr sagt, hey, mach einfach weiter oder mach mal was anderes. Und da würde ich, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr eure Meinung einfach mal da lasst. Bisher würde ich sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht, das Spiel hier, also Project Zomboid, zumal zu Let's Playen auch. Und ich würde es früher oder später schon gerne weiterspielen. Ich würde jetzt zwischendrin aber vielleicht gerne mal was Neues probieren. Einfach mal gucken, was es sonst noch so gibt, wo ich mir sonst noch vorstellen kann, dass es Spaß macht und dann einfach mal 2, 3 Folgen antesten und auf eure Meinung warten. Und ihr dürft dann jederzeit eben dazu schreiben, gefällt uns nicht, etc. Und ich würde mir jetzt gerne erstmal noch ein, zwei andere Sachen anschauen. Vielleicht auch mal was, was nicht so Survival-lastig ist. Survival ist super. Ich liebe Survival und ich liebe Zombie-Survival. Ich finde das Setting super spannend. Aber vielleicht auch mal ein paar andere Sachen ausprobieren und einfach mal gucken, was dann auf uns zukommt und welches Spiel dann als nächstes dran kommt. Und natürlich bin ich für Wünsche offen. Ich sag's vorweg, sie müssen mir natürlich auch gefallen. Also ich würde jetzt nichts spielen, wo ich sage, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Nichtsdestotrotz, vor allem wenn es Sachen sind, die ich vielleicht sogar noch nicht kenne, immer gerne in den Kommentaren lassen. Und vielleicht ist ja sogar was dabei, was für mich auch neu ist, wo ich dann sage, hey, das macht super Spaß, sowohl das Spiel als auch es zu Let's Playen. Und ja, und früher oder später kommen wir sicherlich mal wieder zurück. Aber das war jetzt die Staffel 1 und wir haben fast keine Zombies mehr in Rosewood. Das ist natürlich sehr unpraktisch für das, was ich vorhabe. Das war auf jeden Fall mal Staffel 1. Eine, finde ich, sehr spannende Staffel. Und mal gucken, ob und wann uns eine Staffel 2 erreicht. Aber erstmal würde ich sagen, bringen wir das hier mal ordentlich zu Ende mit Stil, deswegen der Anzug. Bringen wir das mal ordentlich zu Ende, sodass es niemand vergessen wird. Und dann probieren wir einfach mal was anderes aus. Dann gucken wir mal, was es sonst noch so gibt auf dem deutschen Spielemarkt, sage ich jetzt mal. Aber jetzt erstmal noch ein bisschen, weil ich es in dem Let's Play noch gar nicht geschafft hatte, jetzt zum Ende hin doch nochmal ein bisschen Gunplay. Wir haben aber noch nie Schießen geübt. Deswegen ist es gar nicht so einfach. Richtig spannendes Gunplay, so. Ich treffe einfach nichts. Na, kommt her. Euch packe ich. Ihr kriegt mich nicht runter. Gut, es sind auch nur 3 oder so. 5 vielleicht. So, da muss ich ein bisschen rennen. Und dann mal kurz nachladen. Hatten wir nicht hier auf dem Parkplatz, glaube ich, auch mal so eine große Auseinandersetzung. Also eh schon mal so eine große Auseinandersetzung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kommt her. Ich bin noch nicht am Boden. Im Gegensatz zu dir. Noch habe ich Munition. Lauf, lauf. Jetzt habe ich aus Versehen auf Steuerung gedrückt. Statt auf Rennen. Das war jetzt ein bisschen ungünstig. Aber wir sind ja noch da. Noch sind wir da. Aber wir hätten vielleicht wirklich zwischendrin ab und zu mal ein bisschen schießen sollen. Dann würden wir jetzt vielleicht ein bisschen besser dastehen. Wir sind gerade echt ein bisschen schlecht. Oh, guck mal. Guck mal. Okay. Na, kommt her. Ich werde es euch zeigen. Ich werde so viel von euch wie möglich mit ins Jenseits befördern. Ich glaube, mit der Brechstange hätte ich mehr von euch ins Jenseits befördert. Können wir nicht hier. Oh, da sind auch welche. Ich hätte gerne so eine Munitionsanzeige. Das fehlt mir gerade ein bisschen.
Oh, ich sollte nachladen. Genau deswegen fehlt mir diese Munitionsanzeige. Weg mit euch! Weg mit euch! Ihr kriegt mich nicht! Na kommt! Na komm, also wenigstens so fünf hätte ich jetzt schon noch umgebracht. Wie viel sind es bisher? Einer? Zwei? Irgendwie sowas? Aber gut, ich hätte vielleicht auch eine Schrotflinte nehmen sollen. Aber die Schrotflinte war mir dann doch zu wertvoll für den Fall, dass wir irgendwann demnächst dann doch nochmal weiterspielen. Deswegen habe ich mich lieber für die Pistole entschieden. Kommt her! Kommt nur her! Ich zeig's euch! Ich zeig's euch! Kommt nur hier rüber! Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, was ich sagen soll. Also irgendwie bin ich gerade ein bisschen melancholisch. Oh, oh. Ah, fuck. Aber wir hatten... Okay, jetzt verstehe ich. Jetzt haben wir unsere letzten Kugeln. Und da geht's dahin mit uns. Das war's. Du hast einen Monat, 8 Tage und 4 Stunden überlebt und dabei nur 351 Zombies, echt? 351 Zombies getötet im Spielmodus Sandkasten, ist ja klar, ne? Also Presets waren Apokalypse, ich habe ein paar Sachen geändert, deswegen ist es Sandkasten. Guck mal bei dem hier, da schaut die Wirbelsäule so ein bisschen raus. Weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie mit dem Messer zusammenhängt, kann ich nicht. Du kommst ein bisschen spät zur Party, ja? Also du bist ein bisschen spät dran jetzt, ne? Wo sind wir denn? Guck mal hier. Also, jetzt geht's weiter. Willkommen zurück bei Project Zomboid, diesmal als Zombie. Und jetzt gucken wir einfach die nächsten 20 Folgen dabei zu, wie der Typ hier durch die Gegend stapft. Nee, Quatsch. Ja, wenn ihr bis jetzt dabei geblieben seid, wirklich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, auch für die Tipps und für die Kommentare und für die ganzen Likes und für die Abos. Und ich hoffe, dass ihr nicht nur wegen dem Projekt, sondern vielleicht auch ein bisschen wegen mir mit dabei seid und auch bei anderen Projekten vielleicht mal ein bisschen zuschaut. Ich bin gespannt, was wir als nächstes machen. Muss mir jetzt mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Und früher oder später, denke ich aber, werden wir auf jeden Fall eine zweite Staffel machen oder nochmal anderen Content für Project Zomboid. Und das Spiel ist ja jetzt nicht weg, ne? Und das ist ja ein Spiel mit einem der höchsten, ich sag mal, wie sagt man das, Rückkehrmöglichkeiten. Also einfach, wo man am häufigsten Lust hat, dann doch nochmal zurückzukehren. Und spätestens, wenn dann Build 42 raus ist, dann würde ich sowieso gerne mal wieder reinschauen. Einfach um zu sehen, was sie dann gemacht haben mit dem Crafting-System und so weiter. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Projekt wieder mit dabei. Lasst mir gerne mal ein Like oder ein Abo da, wenn ihr Lust drauf habt. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin Eral. Bis zum nächsten Mal.